Ja, herzlich willkommen zum Webseminar Hitze bedroht, dem zweiten Teil einer wahrscheinlich noch längeren Folge von Webseminaren. Das erste war letzte Woche, da ging es um die Klimaüberhitzung und wie wir damit umgehen können. Da ging es dann unter anderem nicht nur um die Ursachen, sondern auch schon um das Thema Hitzeaktionsplanung. Heute wollen wir uns konkret den gesundheitlichen Folgen der Klimaüberhitzung für den Menschen widmen. Wir sind mitten im Klimawandel. Das haben wir letzte Woche ausführlich erläutert. Wer das nachschauen will, das Webseminar ist online abrufbar. Wir haben damit zu tun, dass wir mittlerweile bei bald 2 Grad mittlerer Temperaturanstieg in Bayern angekommen sind. Das mag verwundern. Viele kennen das weltweite Klimaziel, dass wir nicht über 1,5 Grad kommen wollen. Aber die 1,5 Grad bedeuten für Bayern eben deutlich mehr als die 1,5 Grad. Wenn wir das an diese Marke kämen, dann wären wir schon bei fast 3 Grad. Das wäre natürlich für Bayern dann schon ein erheblich dramatisches Problem, denn schon bei den jetzt 1,7 Grad, die wir erreicht haben, haben wir mit Dürresituationen und mit großen Hitzeereignissen zu tun. Die großen Hitzeereignisse sind die, die uns heute besonders beschäftigen. Wer die letzten 2 Jahre noch im Bewusstsein hat und vielleicht auch noch so gefühlt in den Knochen, weiß, da war es extrem heiß. Das Jahr 2018 hatte zum Beispiel hier für die Region, aus der wir hier kommen, Professor Christoph Mark und ich, zur Folge, dass wir über 50 Hitzetage hatten und über 10 Tropennächte, allerdings gemessen an der Station. Das heißt, wir hatten noch viel dramatischere Verhältnisse in den Innenstädten, die mit bis zu 5 bis 7 Grad wärmer sein können. Und wer sich das vor Augen führt, kann ermessen, was das an zusätzlicher Belastung für die Menschen, die dort leben, zur Folge hatte. Und dazu werden wir dann nachher ausführlich kommen. Jetzt kommen wir zu einem ersten Teil, den übernimmt Christina Hauprich, meine geschätzte Landtagskollegin. Da wir uns kennen, werden wir uns in diesem Webseminar duzen. Liebe Christina, du bist mit mir zeitgleich in den Landtag eingezogen, 2018. Und wir arbeiten seitdem, glaube ich, mit Freude zusammen, haben immer wieder Überschneidungsfelder wie eben jetzt. Du bist gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion. Ich bin der Sprecher für Naturschutz und Klimaanpassung. Und weil ich mich mit Klimaanpassung beschäftige, beschäftige ich mich natürlich auch mit gesundheitlichen Fragen. Denn das verändernde Klima, und da wird es heute drum gehen, hat eben enorme Auswirkungen auf die Menschen und den menschlichen Organismus, aber natürlich auch auf viele weitere Organismen. Und um die wird es zum Teil auch gehen, weil das sind nämlich unter anderem Insekten dabei. Insekten haben eben erhebliche Folgen. Du bist vom Beruf Krankenschwester und Heilpraktikerin und insofern auch sehr nah am Thema dran. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was du uns zu der Situation zu sagen hast, die jetzt durch die sich verändernden Klimaverhältnisse ergeben. Ja, hallo erstmal. Also ich darf auch alle ganz herzlich begrüßen und ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ich versuche jetzt gleich nochmal die PowerPoint jetzt in Gang zu bringen, bevor wir starten. Ich gebe mal ein kurzes Zeichen, wenn das dann passt. Ist es jetzt sichtbar? Wunderbar. Wunderbar? Okay, sehr gut, dann können wir starten. Ja, als gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen beschäftigt mich natürlich am meisten, was der Klimawandel für Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat. Und die Auswirkungen, das sind manchmal auch Auswirkungen, die man vielleicht zunächst gar nicht so auf Rechnung hat. Jahr für Jahr haben wir immer neue Negativrekorde. Patrick hat es gerade schon angesprochen. Heißestes Jahr, längste Dürreperiode oder massivster Starkregen und so weiter. Und dies alles hat auch Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Vor allem auf Kinder, auf Senioren, auf Menschen mit Behinderung, Moment, machen wir mal eins weiter, auf pflegebedürftige Menschen, die leiden besonders unter der Hitze. Die Zahl von Hitzeperioden im Sommer hat in den letzten Jahren zugenommen. Sie dauern immer länger und sie bringen auch immer
höhere Temperaturen mit sich. In den Hitzeperioden, wie wir sie in den Sommern 2018 und 2019 erlebt haben, kam es zu einem signifikanten Anstieg von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hitzschlag, Herzinfarkt, Nierenversagen aufgrund von Flüssigkeitsmangel. Aber auch Allergiker sind stärker belastet und neu auch tropische Infektionskrankheiten. Zu den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da wird der Christoph nachher mehr sagen, da kennt er sich besser aus. Das war das, was ich recherchiert habe, aber vielleicht kommen wir nachher auch noch zu anderen Ergebnissen. Wissenschaftlichen Schätzungen zufolge war in Deutschland der Extremsommer 2003 mit etwa 7.600 Toten der folgenschwerste, gefolgt von 2006 mit 6.200 Toten und im Jahr 2015 waren es 6.100 Tote. Dabei geht von einzelnen Hitzetagen, sprich mal einem Tag mit 30 Grad und mehr, weniger Gefahr aus als von längeren Hitzeperioden. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich eins weiter. Gleich zwei weiter. So, jetzt sind wir wieder da. Nochmal genau. Also es geht von einzelnen Hitzetagen geht weniger Gefahr aus. Mehr Gefahr geht aus von Temperaturen im Wochenmittel, ich sage mal so um die 20 Grad. Da steigen die Todeszahlen besonders bei älteren Menschen dann doch merklich an. Dies bedeutet natürlich auch eine zusätzliche Belastung für Alten- und Pflegeheime und auch für die Krankenhäuser. Es besteht ein erhöhter Betreuungsbedarf, ein zusätzlicher Zeitaufwand, um zum Beispiel die Patienten vor Austrocknung zu bewahren. Also man muss dann ständig dafür sorgen, dass sie genügend Flüssigkeit zu sich nehmen, was mit einem erhöhten Zeitaufwand zu tun hat. Und das ist natürlich problematisch, weil wir ja schon in der derzeitigen Situation zu wenig Personal haben, Personalmangel, dass das auch wirklich dann geleistet werden kann. Schauen wir mal. Ja, nicht zu unterschätzen sind auch die intensive UV-Strahlung. Die Zahl der Tage mit erhöhten UV-Werten steigt und dies teils schon im April, da die extremen Wetterbedingungen bereits früh im Jahr sogenannte Mini-Ozonlöcher hervorrufen können. Übermäßige UV-Bestrahlung erhöht nicht nur das Risiko für den grauen Star, auch die menschliche Haut, die kann dadurch nachhaltige Schäden davontragen. Hierzu gehören die vorzeitige Hautalterung, aber was natürlich noch viel problematischer ist, ist der Hautkrebs. So hat der weiße Hautkrebs bei Menschen ab 50 Jahren deutlich zugenommen, aber auch der schwarze Hautkrebs, der deutlich gefährlicher ist, der fordert im Jahr doch leider bis zu 3.000 Todesopfern. Wir können uns, mit wir meine ich jetzt uns, die wir im Büro sitzen, wir können uns da vielleicht ganz gut schützen. Aber wenn wir jetzt mal an die Menschen denken, die in der Landwirtschaft arbeiten oder die Erntehelfer, die gerade überall unterwegs sind, die Bauarbeiter, Gemeindearbeiter oder auch Gärtner, für die ist das weitaus problematischer, weil die haben natürlich nicht die Möglichkeit, sich in ein Büro zu verziehen, sondern die sind der Sonne ja voll ausgeliefert. Ja, aber nicht nur die erhöhte UV-Strahlung, auch hohe Ozonwerte, die man ja auch landläufig als Sommersmog bezeichnet, schaden der Gesundheit. Hohe Konzentrationen von Ozon reizen bei Mensch und bei Tier die Atemwege, die Augen, die Schleimhäute. Es kann auch die Lungenfunktion beeinträchtigt sein und auch die körperliche Leistungsfähigkeit. Eine Augsburger Studie hat bewiesen, aber ich glaube, da wird der Christoph nachher auch noch was dazu sagen, ich weiß nicht, ich kenne jetzt speziell die, dass mittelhohe bis hohe Ozonwerte in Bodennähe in Zusammenhang auch mit Herzinfarkten stehen können. Begünstigt werden auch Atemwegserkrankungen, zum Beispiel durch Waldbrände und durch Rauch, die durch diese vermehrten Waldbrände in den Sommern mit hohen Temperaturen verursacht werden. Dadurch sinkt die Luftqualität massiv, da der Qualm und der Rauch viele Kilometer einfach auch vom Brandherd entfernt noch für eine schlechte Luft sorgt und auch in entfernte Regionen gelangen kann. Und wenn wir uns da nur kurz die Zahlen anschauen, also in 152 Ländern gab es 2015 und 2018
deutlich mehr Waldbrände, als es in den Jahren zwischen 2001 und 2004 der Fall war. Und nicht zu vergessen ist natürlich auch der Feinstaub, der zum Teil auch auf den Klimawandel wirkt, auf die Temperatur. Ja, so muss man sagen. Genau. Was auch ein Riesenproblem ist, global gesehen, oder eine gesundheitliche Folge des Klimawandels ist, dass in einigen Ländern der Klimawandel für Mangelernährung in der Bevölkerung sorgt. Pro Grad Erderwärmung sinkt die weltweite Weizenernte um ganze 6%. Und Grund dafür sind natürlich die extremen Wetterereignisse, die wir hier mittlerweile auch kennen: Starkregen, Hagel und auch Dürre. Und Lebensmittelkrisen lassen sich auf die Folgen des Klimawandels also eindeutig zurückführen. Und es ist leider so, dass rund 800 Millionen Menschen im Moment unterernährt sind und dass die Zahl weiter steigen wird. Also wir haben ja, genau, 2015 ist es mal so ein bisschen da stagniert und jetzt steigt es aber wieder langsam an. Ja, dann schauen wir noch mal weiter. Genau, da haben wir auch noch ein Bild dazu. Ah, Technik. Hier sind. Genau. Okay, aber kehren wir nochmal nach Europa zurück. Welche gesundheitlichen Folgen begünstigt der Klimawandel noch? Eindeutig auch den Ausbruch von Infektionskrankheiten, das hatte ich vorhin auch schon erwähnt. Schon jetzt gibt es bei uns Krankheiten, die es bisher nur in den Tropen gegeben hat. Es gibt erste Fälle von Denguefieber auf den Kanaren und auf Madeira. Je feuchter und je wärmer es wird, desto wohler fühlt sich die Tigermücke, die dieses Virus überträgt. Und auch in Frankreich gab es bereits erste Fälle von Zika. Und auch hier in Deutschland wurden bereits im Jahr 2019 erste Fälle vom West-Nil-Virus registriert. Schauen wir mal weiter. Genau, hier mal das Verbreitungsgebiet der asiatischen Tigermücke zu sehen in der Folie. Ja, die Zahl der Infektionskrankheiten, die wird weiter steigen und damit leider auch die Zahl der Menschen, die daran versterben werden. Auch die Viren, wie Coronavirus, die können auch ja, eine Folge des nicht artgerechten Umgangs mit unserer Umwelt sein, weil Forschungen deuten darauf hin, dass zum Beispiel durch die Abholzung der Regenwälder, das Eindringen in diese Wildtierregionen, Viren freigesetzt werden können, die man eben bis jetzt nicht kannte. So. Dann darf man natürlich auch nicht vergessen, ich möchte nochmal an die Rötelmaus erinnern, dass die das Hantavirus überträgt. Die Rötelmaus, die sich im hohen Maße von Eicheln und von Bucheckern ernährt und die vermehrt sich besonders in Mastjahren, in denen übermäßig viel davon produziert wird. Mastjahre werden durch klimatische Ereignisse wie trockene und heiße Vorjahressommer ausgelöst. Und je mehr Rötelmäuse es gibt, desto mehr schlägt sich das dann natürlich auch in der Zahl der Hantavirus-Infektionen nieder. Ja, wen ich auch nicht vergessen möchte, das sind natürlich die Allergiker. Denn auch die Belastung mit Allergenen nimmt klimabedingt zu. Aufgrund der warmen Temperaturen verlängert sich die Pollenflugsaison. Von 1985 bis 2015 hat sie sich um 10 Tage gesteigert und nachdem aufgrund des Klimawandels auch viele neue Pflanzen dazukommen werden, werden auch viele neue Pollen die Zahl der Allergiker natürlich ansteigen lassen oder zunehmen lassen. Als Beispiel sei hier die stark allergieauslösende Pflanze Ambrosia genannt. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich da noch was. Na, das mal, das, ja, können wir schon eins weiter. Habe ich noch eine schöne Folie, wo man sieht, wie jetzt hier vermutet wird, dass sich diese Pflanze ausbreitet aufgrund der Erwärmung. Und hier zwischen 2014 und 2080 kann man schön erkennen, wie man vermutet, dass sich die ausbreiten wird bei uns auch in unseren Breitengraden.
Genau. Ja, ganz kurz, wenn wir bei den Allergikern sind. Wir haben ja in Bayern in einigen Städten das elektronische Polleninformationsnetzwerk. Das hat die Staatsregierung eingerichtet. Hier kann man über eine App den aktuellen Pollenflug abrufen. Aber es gibt dieses Informationsnetzwerk gibt es im Moment in 8 Städten. In Augsburg und in vielen anderen Städten gibt es das leider noch nicht. Also ich habe jetzt vor kurzem da einen Antrag gestellt, besonders für Augsburg, weil ja auch die Uniklinik mit dem Schwerpunkt auf Umweltmedizin das natürlich sehr gut brauchen könnte. Die haben es zwar schon in einer anderen Form, aber die hätten das auch ganz gern, die wären da ganz gerne angeschlossen. Und ich hatte dann schon das Gefühl, dass die Staatsregierung da vielleicht das jetzt auf dem Schirm auch hat, nachdem es auch sehr erfolgreich ist. Dieses Jahr ja auch eine App dazu eingeführt worden ist, wo jeder diese Informationen abrufen kann, dass die, ich hoffe mal, schon auch überlegen, dass man das Ganze nochmal ausweitet und noch mehr solche Stationen einrichtet. Ich finde es wichtig, weil diese Pollen, die unterscheiden sich, die sind nicht überall gleich. Und wir haben auch in Augsburg Pollen, die jetzt in München oder in Nürnberg nicht messbar sind. Und von daher hoffe ich mal und ich gehe davon aus, dass das irgendwann vielleicht noch weiter ausgeweitet wird. Ja, schauen wir mal. Nee, ich glaube, jetzt sind wir noch nicht so weit. Haben wir noch. Genau. Ja, doch, das war die richtige Folie hier. Genau. Wir haben noch zu einem ganz wichtigen Punkt, den sozialen Aspekten der gesundheitlichen Beeinträchtigung durch Hitze. Diejenigen, die sich nicht so gut vor Hitze schützen können, das sind leider oft auch die Menschen, die eben der sozial schwächeren Gruppen angehören. Allein von den Lebens-, von Situationen, von den Wohnsituationen, von den Arbeitssituationen her. Das müssen wir im Blick haben und da müssen wir auf jeden Fall auch uns Lösungen überlegen, uns Lösungen, ja, und auch Lösungen anbieten. Nicht nur überlegen, sondern auch anbieten, wie man das Problem wirklich lösen kann. Aber was können wir ganz konkret tun? Natürlich müssen wir alles tun, damit unsere Gesundheit auf das, was auf uns zukommt, natürlich, dass wir unsere Gesundheit schützen und uns darauf einstellen. Wir müssen versuchen, den Klimawandel so gut wie möglich einzudämmen. Das ist das eine. Und wir müssen uns aber auch gleichzeitig darauf einstellen. Und zu diesem Thema, da gibt es vielleicht auch ganz schöne ja, Synergien, wie wir beiden gerecht werden können. Und dazu habe ich einfach ein paar Punkte mal aufgeschrieben. Da eben auch zum Beispiel das Fahrradfahren statt Autofahren. Da können wir zum einen ja, CO2 einsparen und zum anderen aber auch unserer Gesundheit was Gutes tun. Oder zum Beispiel auch, wenn es um Fleischkonsum geht. Ich weiß, wir Grünen haben uns da mal in die Nesseln gesetzt, aber es ist wirklich ein wichtiges Thema, was glaube ich auch, was ich auch schön finde und immer wieder merke, gerade Friday for Future auch ganz arg auf dem Schirm hat, dass das auch dem Klima gut tut, wenn wir unseren Fleischkonsum etwas reduzieren. Oder aber auch zum Beispiel, wenn wir Bioprodukte kaufen, statt Produkten, die mit Kunstdünger oder Pestiziden aus der konventionellen Landwirtschaft produziert wurden. Im Kunstdünger und auch in den Pflanzenschutzmitteln, ja, da werden rund 20% weniger der für den Klimawandel mitverantwortlichen Treibhausgase emittiert als beim konventionellen, bei der konventionellen Landwirtschaft. Und außerdem werden durch die Humusbildung Treibhausgase im Boden gebunden. Das ist also auch aktiver Klimaschutz und die Bioprodukte tun natürlich auch unserem Körper gut. Also da gibt es ganz schöne Synergien. Ich finde immer, wenn man das dann liest, das macht richtig Spaß, wenn man dann merkt, okay, wenn ich das tue, dann tue ich gleich auf 2 Gebieten wirklich was Gutes. Also das animiert vielleicht auch dann, dass man sich darüber Gedanken macht und da auch mitmacht. Auch das saisonale und das regionale Einkaufen ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich 1 Kilo Obst oder Gemüse aus Übersee kaufe, das verursacht 10 Kilo CO2-Emissionen. Wenn ich jetzt oder wenn ich Lebensmittel aus beheizten Treibhäusern kaufe, dann verursacht das im Durchschnitt auch 10-mal mehr Emissionen als solche zum Beispiel aus Freilandprodukten. Und ja, wenn man das vielleicht gar nicht weiß, wenn man sich damit beschäftigt, dann ist es ja manchmal auch ganz leicht, einfach umzusteigen, gerade in den Sommermonaten. Ja, das ist natürlich nicht alles. Es gibt natürlich noch eine ganze Liste von Dingen, die man tun kann, die jetzt auch nicht alle einzeln aufzählen will. Ich habe jetzt hier einige mal hier auf der Folie notiert, aber ja, das wird wahrscheinlich den Rahmen sprengen.
Ja, und jetzt noch mal ganz kurz zum Schluss möchte ich noch mal darauf eingehen, was sonst noch getan werden muss, vor allen Dingen aus politischer Sicht, von politischer Seite, staatlicher Seite, von den Kommunen, auch von den Trägern, von den Einrichtungen getan werden muss. Und ein ganz wichtiger Punkt wäre natürlich wirksame Klimaanpassungsmaßnahmen, wie zum Beispiel Frühwarnsysteme, die uns zum Beispiel rechtzeitig vor Hitze oder Extremereignissen warnen, zu forcieren. Dazu gehört aber auch, dass wir Krankenhäuser, dass wir Pflegeeinrichtungen und auch Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Kindertageseinrichtungen mit mehr Personal ausstatten und auch den Katastrophenschutz und die Rettungskräfte stärken. Und vor allem Hitzepläne erstellen. Da können wir, indem wir gemeinsam mit den Kommunen Klimaanpassungskonzepte entwickeln, wirklich viel tun. Belange des Klimaschutzes, aber auch der Klimaanpassung müssen bei allen Entscheidungen mit berücksichtigt werden. Und um unsere Gesundheit zu schützen, brauchen wir einfach ein angenehmes Stadtklima, wir brauchen Erholungsräume, wir brauchen mehr Grün, wir brauchen schattige Plätze, offene Wasserflächen, gute Durchlüftung. Und natürlich geht es hier auch um die baulichen Maßnahmen, die wir brauchen. Und da wird der Patrick bestimmt auch noch mal was dazu sagen. Es ist wichtig, wie wir bauen, um uns zu Hitze zu schützen. Ja, aber natürlich ein Punkt wäre auch noch mehr, es wäre natürlich auch wichtig, uns zu überlegen, ob wir vielleicht auch ganz neue Formen finden, wie wir vielleicht Menschen auch in Zukunft pflegen und das auch dann in Bezug auf Hitze da mit einbeziehen, wenn wir vielleicht Beispiel, damit ihr wisst, was ich meine, dass man vielleicht gar nicht mehr unbedingt im Pflegeheim, sondern dass man in kleineren Gruppen irgendwo pflegt. Und dann ist es vielleicht auch von den baulichen Maßnahmen auch nochmal eine andere Herausforderung. Gut, das war ein kurzer Überblick von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank und dann übergebe ich wieder an den Patrick. Ganz herzlichen Dank, Christina, für deinen Parforce-Ritt quer durch die Folgen, die auf uns zukommen mit der zunehmenden Klimaüberhitzung, wie wir es nennen, und auch was zu tun ist. Und natürlich ist es immer ein Zweiklang. Klimaanpassung kann nur dann wirklich sinnhaft und erfolgreich funktionieren, wenn es uns gleichzeitig gelingt, den Klimawandel zu stoppen. Das ist die große Herausforderung der nächsten Jahrzehnte, dass wir den CO2-Ausstoß auf null reduzieren, aufhören, Klimagase zu emittieren und darüber in die Lage kommen, dass Klimaanpassung überhaupt wirksam möglich wird. Gleichzeitig müssen wir, weil wir ja mitten in der Klimaüberhitzung sind, natürlich alles tun, was in unseren Möglichkeiten steht, Klimaanpassungsmaßnahmen zu ergreifen. Du hast einige aufgezählt. Eine der zentralen, die im Zusammenhang mit dem heutigen Webseminar stehen, sind die Hitzeaktionspläne. Die sind nämlich dafür da, um die gesundheitliche Situation der Menschen besser in den Blick zu nehmen. Dazu gehört die frühzeitige Hitzewarnung, die Trinkpläne waren bei dir zu sehen. Das sind auch natürlich bauliche Maßnahmen. Es geht um die Innenortbegrünung. All das ganz wichtige Dinge, die die Kommunen vor allem zu leisten haben. Gestern hatten wir einen Umweltausschuss und in diesen haben wir mal zum zweiten Mal, letztes Jahr schon mal, einen Antrag eingebracht, dass der Freistaat dafür Mittel und Koordinierung zur Verfügung stellt und die Kommunen ernsthaft unterstützt. Und auch gestern haben wir wieder erleben müssen, dass die Regierungsfraktionen dem nicht näher treten wollen. Und auch die Staatsregierung hat auf eine Anfrage von uns erklärt, das ist Aufgabe der Kommunen. Wir verfolgen hier das Prinzip der Subsidiarität und deswegen stellen wir auch ausdrücklich keine Haushaltsmittel zur Verfügung. Ich finde, so kann man mit einer der größten Herausforderungen, die wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu schultern haben, nämlich wie wir unsere kommunalen Strukturen auf die Hitze einrichten, nicht umgehen. Und da stiehlt sich auch die Staatsregierung aus der Verantwortung. Da werden wir auch nachher sicher noch mal drüber diskutieren können. Ich kann nicht verstehen, wieso die im Moment ja noch relativ verträglichen Mittel dafür, dass man Kommunen unterstützt, Hitzeaktionspläne zu erstellen, nicht bereit ist, zur Verfügung zu stellen. Zumal wir ja gerade in der Covid-Pandemie mitbekommen, wie wichtig es ist, dass wir Krisenstäbe haben, dass die Krisenstäbe
frühzeitig eingerichtet sind und dass wir über diese dann auch in der Lage sind, auf extreme Ereignisse zu reagieren. Und da geht es ja nicht nur um Hitze, es geht auch um Starkregenereignisse, Sturzfluten, es geht, was wir auch erlebt haben, um massiven Schneeeinbrüche, also ganz viele verschiedene katastrophale Ereignisse, die wir aus Klimaproblemen herauskriegen. Und für all das braucht es ja die Krisenstäbe. Bei den letztgenannten ist es jedem einsichtig, da haben wir die entsprechenden Infrastrukturen. Für Hitze haben wir sie nicht. Und das beklagen wir, fordern es ein, aber wie gesagt, bislang kommen wir da noch nicht wirklich weiter. Wir bleiben da aber dran und jetzt geht es aber erstmal konkret darum und deswegen nochmal ein herzliches Hallo an Professor Christoph Mark. Grüß dich, Christoph, dass du, schön, dass du da bist. Als ausgewiesener Experte für den Themenbereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Du bist nämlich Sprecher und damit faktisch Leiter des Deutschen Zentrums für Herzinsuffizienzforschung und bist selber Kardiologe und Forscher und hast dich schon sehr intensiv damit befasst, wie verschiedene Ursachen auf den Körper einwirken und woher Herz-Kreislauf-Probleme kommen, wie diese auch in der Behandlung anzugehen sind. Und wir haben dich jetzt so ein bisschen mit auf die Spur gebracht, zu sagen, mal rein unter dem Blickwinkel, was löst denn die Hitze aus und wie wirkt sich diese aus? Und wir sind sehr gespannt, was deine Ideen, Überlegungen, Erkenntnisse zu der Frage sind, also was macht die Hitze mit den Menschen und was müssen wir tun? Ja, vielen Dank, Patrick, für die Ankündigung und auch vor allem für die Einladung. Schon die Vorbereitung hat mir viel Spaß gemacht. Wir haben vorhin schon ein bisschen geplaudert. Es ist ja tatsächlich, also der Einfluss vom Klima auf Herz-Kreislauf an sich ist für mich ein neues Thema. Und da muss ich mich auch erstmal reinarbeiten. Das hat aber besonders Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich Sie da jetzt ein bisschen mitnehmen kann, alle auf dieses Thema. Und ich übertrage mal meinen Bildschirm schon mal in der Zwischenzeit. Können Sie das sehen? Seht ihr den Bildschirm? Ja, alles okay. Gut. Muss die Präsentation vielleicht noch. Genau. So. Jetzt, ne? Okay. Na. Eben war es noch da. Seht ihr mich oder meinen Bildschirm? Der Bildschirm ist zu sehen. Alles gut. Nur ich sehe ihn leider nicht. Muss ich mal gucken, jetzt habe ich auf den falschen Knopf gedrückt. Okay. Na. Ein wenig Tücken der Technik. Ja, ja. Jetzt ist die Präsentation ganz weg. Ja. Ihr seht es jetzt wieder, ne? Ja. Okay, ich drücke jetzt mal einen Knopf. Ich hoffe, es passiert nichts Schlimmes. Okay, gut. Jetzt haben wir es auch. Sorry. Gut. Ein paar Fenster im Wege. Das tue ich nach unten. So, jetzt können wir loslegen. Also, Entschuldigung für die Verzögerung. Ja, also legen wir los. Ich dachte mir, bevor wir in das Thema der Hitzeeffekte einsteigen, wäre es vielleicht gut, wenn wir vorher über die Herz-Kreislauf-Erkrankungen an sich sprechen. Und dafür habe ich Ihnen in der Einleitung einfach mal ein paar Dias mitgebracht. So. Und zwar sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen tatsächlich die häufigsten Todesursachen in Deutschland. Etwa 37% der Todesfälle in Deutschland entfallen auf die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und damit sind das schon mal mehr als alle Krebs- und Atmungsorganserkrankungen zusammen. Wichtig zu verstehen ist, was sind eigentlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Wir haben im Prinzip ein ganzes Spektrum von Erkrankungen, die auch so eine Art Kontinuum darstellen. Deswegen versuche ich das jetzt am Anfang nochmal kurz zu skizzieren.
Und da wir nachher auch über die Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die eben durch Hitze verursacht werden können, sprechen, werde ich auch herausstellen, woran man dann auch sterben kann. Also am Anfang des Übels stehen meistens die Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das sind nämlich vor allem der Diabetes, der in den letzten Jahren auch bedeutsam zugenommen hat, Bluthochdruck, aber auch Rauchen und hohes Cholesterin. Und das führt dann zur Gefäßverkalkung. Wir nennen das Atherosklerose. Und für uns die relevanteste ist die koronare Herzkrankheit, wo die Gefäße, die das Herz an sich durchbluten, sich verschließen können, so langsam und chronisch oder auch eben akut. Und dieser akuter, kompletter Verschluss eines Herzkranzgefäßes ist ein Herzinfarkt, weil bei so einem Ereignis halt hinter dem Verschluss kein Blut mehr und damit auch kein Sauerstoff ankommt und dann stirbt de facto der Herzmuskel ab. Wenn man das nicht rechtzeitig rettet mit einem Herzkatheter, dann bleibt er auch tot und das führt dann dazu, dass das Herz nicht mehr so stark pumpen kann und das Herz baut sich in der Folge auch um und erweitert sich und dann sprechen wir von einer Pumpschwäche und das ist etwa die Hälfte der Menschen in Deutschland haben also mit einer Herzschwäche haben eine tatsächliche Pumpschwäche und davon sind 2/3 durch diese eben dargestellte Kaskade verursacht. Die andere Hälfte der Menschen mit Herzschwäche haben aber noch so eine erhaltene Pumpfunktion und da entspannt sich das Herz nicht so gut. Das nennen wir so eine diastolische Herzschwäche. Und auch hier sind die Risikofaktoren wie Diabetes und Bluthochdruck wesentlich beteiligt. Es fällt auf, dass mehr Frauen davon betroffen sind, was vielleicht Ausdruck dessen ist, dass eben diese Form der Herzschwäche weniger durch diese Durchblutungsstörungen, zumindest in dieser massiven Form, verursacht werden, weil nämlich auch Frauen länger vor einem Infarkt geschützt sind durch hormonelle Unterschiede und deswegen erst später tatsächlich solche Ereignisse wie hier oben erleben. Beide Formen der Herzschwäche haben aber gemeinsam, dass sie akut sich verschlechtern können. Und das liegt meistens daran, dass halt, wenn das Herz nicht gut pumpt oder nicht sich gut entspannt, dass dann Wasser vorm Herzen oder Blut liegen bleibt und das staut sich quasi zurück, entweder in die Lunge, das macht dann Luftnot, oder vom rechten Herzen zurück in den Rest des Körpers und das kann dann in den Beinen so Wasseransammlungen oder Ödeme machen oder eben, wenn es im Magen-Darm-Bereich ist, eine Appetitlosigkeit. Und wenn das Herz nicht gut genügend nach, und das ist dann oft der Zeitpunkt, wenn die Menschen ins Krankenhaus kommen, und das ist auch ein akut lebensbedrohlicher Zustand. Der Herzinfarkt, habe ich vergessen zu erwähnen, aber das wissen Sie, ist natürlich auch eine ganz akute und gefährliche Geschichte, an der viele Menschen auch akut versterben können. Ein weiteres Symptom der Herzschwäche ist eben, dass durch dieses weniger nach vorne Pumpen das Gehirn schlechter durchblutet wird. Das führt dann zu Konzentrationsschwäche und Müdigkeit. Die Skelettmuskeln werden nicht gut genug bei Belastung vor allem durchblutet. Das führt dann zu einer körperlichen Ermüdung bei Anstrengungen. Und auch andere Organe, wie zum Beispiel die Nieren, bekommen zu wenig Blut ab. Und dann werden kompensatorische Hormonaktivierungen eingesetzt, die dann auch schlecht sind für den weiteren Verlauf der Herzkrankheit. Hier sehen Sie mal die Ursachen, wie häufig kommen oder womit kommen Menschen ins Krankenhaus. Und da steht tatsächlich die Herzinsuffizienz an Platz 1 in Deutschland, gefolgt von einigen anderen Erkrankungen. Viele unter den Top 10 auch Erkrankungen, die Ursache oder Folge der Herzinsuffizienz sind. Hier sieht man zum Beispiel auch den akuten Herzinfarkt und so weiter. Das ist auch eine sehr lebensbedrohliche Erkrankung, weil man weiß, wenn man mit einer Herzschwäche ins Krankenhaus kommt, zum ersten Mal, ist die verbleibende Lebenszeit nur 2,5 Jahre. Und bei der dritten Krankenhausaufnahme ist es schon nur noch 1 Jahr und weniger, die durchschnittliche Lebenserwartung. Das liegt unter anderem daran, einmal, dass es natürlich eine schwere Erkrankung ist, aber auch daran, dass die Menschen, die eine Herzschwäche haben, älter sind. Das ist also eine altersassoziierte Erkrankung. Und Sie sehen hier, dass mit steigendem Lebensalter die Häufigkeit in dieser Patienten, in dieser Altersgruppe, eine Herzinsuffizienz zu haben, deutlich zunimmt. Und in Würzburg ist das auch so. Das ist eine Studie von uns aus dem DZHI, von Herrn Professor Störk. Der hat schon vor vielen Jahren festgestellt, dass über die Hälfte der Menschen, die mit einer Herzschwäche hier behandelt wurden, 7 oder mehr andere Erkrankungen, Begleiterkrankungen oder wie wir sagen, Komorbiditäten haben. Und je mehr man von diesen Begleiterkrankungen hat,
desto schlechter ist die Prognose der Patienten. Deswegen betrachten wir die Herzschwäche eben nicht als eine isolierte Organerkrankung, sondern eben als eine Systemerkrankung, bei der das Herz mit den anderen Organen im Zusammenhang, in Kommunikation steht. Und diese Kommunikationswege, das will ich zum Schluss noch kurz darstellen, sind eben Hormonaktivierung, Entzündungsprozesse und Stoffwechselprozesse. Und die heutige Therapie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beschränkt sich fast ausschließlich auf die Blockade der Hormonaktivierung. Das sind so Medikamente wie ACE-Hämmer-Beta-Blocker, die kennen Sie wahrscheinlich. Aber in den letzten Jahren sehen wir auch die Entwicklung von Medikamenten, die gezielt auf Entzündung und Stoffwechsel eingehen. Okay, damit haben Sie mal so einen kleinen Überblick über die Herz-Kreislauf-Erkrankung bekommen. Und es ist wichtig zu verstehen, dass eben eine Herz-Kreislauf-Erkrankung nicht nur das Herz ist, sondern das ganze System, was natürlich auch bei Hitze relevant ist. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich welchen Einfluss haben Klimaveränderungen auf das Herz-Kreislauf-System? Und dann möchte ich zunächst einmal die einfachere Frage beantworten, welchen akuten Effekt haben sie denn? Und das ist jetzt eine Studie, die, und ich habe, da ich natürlich jetzt noch nicht ausgewiesener Experte in dem Bereich bin, mich in den letzten Tagen vor allem mit den Studien aus den letzten Jahren beschäftigt, die, und das ist das zweite Kriterium, in möglichst sehr guten Journals publiziert ist, damit sie auch eine hohe Glaubhaftigkeit haben und hohe wissenschaftliche Tragweite. Also die erste Studie, die ich da Ihnen zeigen will, ist diese. Da hat man an 24 Millionen Krankenversicherten in den USA, die älter waren als 65 Jahre. Sie haben vorhin schon gehört, dass die ältere Bevölkerung mehr von der Hitze betroffen ist als die jüngere, das stimmt. Und die haben in den Jahren 1999 bis 2010 in fast 2000 Bezirken der USA, die Sie hier sehen, den sogenannten Counties, diese Analysen durchgeführt. Und die haben geguckt, wann und wo sind Hitzewellen aufgetreten. Also das ist definiert als eine bestimmte Anzahl von Tagen, so zwei und mehr, mit mindestens einer hohen Temperatur von, weiß nicht, ein paar 30 Grad. Und haben dann geguckt, was an diesen Hitzewellentagen anders ist als an den anderen Tagen. Und daran kann man sehr schön sehen, dass die Ereignisse, die dann zu einem Krankenhausaufenthalt geführt haben, insbesondere die Austrocknung sind, ne, wenn man dann viel Flüssigkeit verliert und damit zusammenhängt eben auch Elektrolytstörungen, was wiederum Einflüsse auf Bewusstseinszustand und Herzrhythmusstörungen haben kann. Weil die Nieren immer so ein bisschen Wasser brauchen, kommt es dementsprechend öfter zu Nierenversagen. Das sind auch alles Dinge, die wir im Sommer immer in den Notaufnahmen auch jeden Tag sehen. Harnwegsinfekte, wenn weniger Urinfluss da ist, die weniger ausscheiden, weil halt weniger Urin produziert wird, dann entzündet sich das eher und deswegen erklärt das eine Zunahme von Harnwegsinfekten und auch daraus hervorgehenden Blutvergiftungen. Und was natürlich ein besonders deutliches erhöhtes Risiko hat, ist der sogenannte Hitzeschlag, ne, der das Klassische ist für eine starke Hitze. Die einzige gute Nachricht ist, und weil ich halt auch in der Herzinsuffizienz arbeite, da ist ja das Problem, wie eben beschrieben, dass man eher überwässert. Ja? Das ist dann tatsächlich mal in den Tagen seltener der Fall. Das heißt, dekompensierte Herzinsuffizienzen sieht man dann doch seltener, die sieht man dann dafür wiederum mehr im Winter. So, das sind so die akuten Einflüsse. Jetzt ist natürlich die Frage, was haben die langfristigen Klimaveränderungen, was machen die mit dem Körper? Das ist ja vielleicht jetzt auch eine noch weitreichendere Frage, weil natürlich Temperatur ja saisonal sowieso schwankt und wir natürlich auch schon vor 100 Jahren Hitzewellen hatten, aber das Ganze bewegt sich natürlich nach oben mit ganz vielen Konsequenzen für die ganze Welt. Das haben wir ja eben schon auch gehört. Aber welchen Einfluss hat es jetzt tatsächlich auf Herz-Kreislauf-Sterblichkeit? Und jetzt würde ich ein bisschen intensiver besprechen mit Ihnen diese eine Studie und danach noch so zwei, drei andere. Aber anhand dieser Studie konnte ich einiges lernen. Das ist eine Studie aus 2019 aus dem Lancet, also ein sehr angesehenes Journal, die im Übrigen auch so ein Subjournal gebildet haben, um eben diese Umweltperspektiven, Umweltgesundheitsperspektiven mehr zu beleuchten. Und in dieser Studie hat man in Spanien analysiert, zum einen, man hat
Daten genommen von Menschen, das waren 4,5 Millionen Herz-Kreislauf-Tote in Spanien in einem Zeitraum zwischen 1980 und 2016, also 36 Jahren. Und dann, wenn man dann hingeht und dann so die frühen Jahre mit den späten Jahren vergleicht, das muss man so ein bisschen mitteln, weil es ja immer so Schwankungen gibt, also die Jahre 80 bis 94 sind dann die frühen Jahre und in Rot 2002 bis 16 die späteren Jahre. Da sieht man, dass die Durchschnittstemperatur, wie wir alle wissen, gestiegen ist. Und hier sieht man das auch mal an einem Histogramm, wie quasi die mittleren Temperaturen sich hier verschieben. Und man erkennt sowohl im Sommer als auch im Winter eine Verschiebung zu höheren Temperaturen jeweils, ne? Weil halt hier rechts mehr rot ist und links mehr blau. So, also Erwärmung war da. Und jetzt, das ist schon die erste sehr wichtige Abbildung. Was hat das jetzt für einen Einfluss auf Herz-Kreislauf-Sterblichkeit? Was Sie hier sehen, ist das relative Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu versterben, bezogen auf den niedrigsten Wert, der hier mit 1,0 festgesetzt wird. Und der liegt in einem Bereich von etwa so um die 20 Grad, ein bisschen drunter. Und das ist so die optimale Temperatur, bei der sich der Körper anscheinend so am wohlsten fühlt, weil da halt das Risiko, Herz-Kreislauf-Sterblichkeit zu haben, am geringsten war. Und was man jetzt ganz gut sehen kann, ist, dass wenn man, also hier sehen Sie das mal für alle in einen Topf gehauen und hier für Männer und Frauen, wenn man mal guckt, rechts von diesem Strich ist im Prinzip Hitze zu sehen, also die heißen Tage, da sehen Sie, ja, durch Hitze steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich an. Und andersherum sieht man aber auch, dass Kälte auch nicht so gut ist, weil auch da die Sterblichkeit ein bisschen flacher, aber am Ende dann auch genauso stark ansteigt, wenn man jetzt auch starke Kälteepisoden hat. Die Ursachen für die Todesursachen sind dann durchaus unterschiedlich gewichtet sein. So, das Zweite, was man jetzt aus der Abbildung ableiten kann, ist, wenn man jetzt die Farben der Kurven anguckt, da sieht man rot die frühen Jahre, grün und blau dann die späteren Jahre. Und da ist interessanterweise jetzt zu erkennen, dass mit den Jahren das relative Risiko durch Hitze Herz-Kreislauf-Sterblichkeit zu erleben tatsächlich abnimmt. Ja? Das Zweite, was man aber sehen kann, ist, dass Frauen hier einen stärkeren Anstieg der Sterblichkeit in allen Jahren haben. Aber auch hier zu erkennen, im Prinzip ein Trend zur Verbesserung. Da gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Was wir eben schon so ein bisschen gehört haben, ist, wenn Sie nochmal hier vergleichen, das sind jetzt alle Altersstufen, wenn wir mal hier gucken, und dann geht eins weiter, das sind jetzt alle alten Menschen, also die ganz alten, über 90 Jahre, ja, da steigt das ja so dramatisch stark an, da kann man jetzt gut nachvollziehen, dass natürlich Alte ganz besonders gefährdet sind von der Hitze, egal in welchem Jahr. Und das ist jetzt ganz interessant. Sie haben ja im Prinzip hier gesehen, diese Temperatur, bei der der Punkt, den Scheitelpunkt hier unten hat, das ist die Temperatur, wo sich der Körper am wohlsten fühlt oder anders gesagt, wo die wenigsten Ereignisse geschehen. Und wenn man jetzt diesen Punkt für jedes einzelne Jahr berechnet, dann kommt diese Grafik raus und da sieht man, wenn man jetzt mal vielleicht erstmal grün overall nimmt, dass diese, man nennt das die minimale Mortalitätstemperatur, also die Temperatur, bei der die geringste Sterblichkeit ist, tatsächlich in den Jahren in allen Bereichen angestiegen ist. Ja, also das gilt für die Männer als auch für die Frauen. Sie sehen, dass die Männer sich das fand ich interessant, bei einer wärmeren Temperatur anscheinend glücklicher sind als die Frauen. Ich dachte immer, Frauen frieren mehr, aber die haben ihren Setpoint mehr ungefähr einen Grad niedriger als die Männer. Auch wieder, was ich neu gelernt habe. Aber allen gemeinsam ist das dieser Setpoint, dieser Wohlfühltemperatur über die Jahre angestiegen ist. Und das Interessante ist, wenn man jetzt diesen Anstieg der Wohlfühltemperatur, nenne ich es mal, vergleicht mit der Erderwärmung, dann sieht man, dass im Prinzip das sich um 0,7 Grad in den Jahren nach oben verschieben hat. Und das geht quasi fast Hand in Hand mit einer Erwärmung, der durchschnittlichen Erwärmung in diesen Bereichen in Spanien, um fast die gleiche Temperaturzahl. Und das bedeutet,
dass der Körper sich langfristig zumindest, ja, also nicht so akut bei einer Hitzewelle, sondern langfristig an diese Klimaerwärmung angepasst hat. So, und das ist jetzt, jetzt sagen Sie, ja gut, Spanien, ja, die stecken das locker weg, die sind da anpassungsfähig, aber das ist Frankreich, eine Studie, ein, zwei Jahre früher, da war genau das Gleiche zu beobachten, da war es jetzt eine regionale Verteilung, die haben sich verschiedene Bereiche in Frankreich angeguckt und geguckt, da wo es halt Côte d'Azur, ne, heiß ist oder halt eher Bretagne ein bisschen kühler ist und haben dann auch hier eine Assoziation zwischen der mittleren Sommertemperatur und der minimalen Sterblichkeitstemperatur gefunden. Das heißt, es hängt sogar davon ab, wo man so lebt. Ist also nicht so, wenn man jetzt in einem heißen Land wohnt schon länger, dass man dann mehr an Hitze stirbt, sondern auch da sieht man eine gewisse regionale Anpassung an, an die, und das sind jetzt auch Daten von 1968 bis 2009, das ist also jetzt auch eine valide Datenerhebung. Und hier sieht man das nochmal so ein bisschen vielleicht anschaulicher, dass halt auch hier diese minimale Sterblichkeitstemperatur über die Jahre zu höher gegangen ist, also nicht nur eine regionale, sondern auch ein zeitlicher Verlauf. Und das auch wiederum Hand in Hand ging mit einem Anstieg der mittleren Sommertemperatur in diesen Regionen. So, jetzt, jetzt müssen wir nochmal, wird es nochmal komplexer, aber das kriegen wir hin. Was Sie hier sehen, ist jetzt aufgetragen der Anteil oder der Beitrag, ist vielleicht besser, der Beitrag der Hitze zu Todesfällen. Ja? Und da sehen Sie, dass auch hier tatsächlich der Hitze, die Hitze einen über die Jahre abnehmenden Beitrag an Todesfällen geleistet hat. Und das betraf sowohl Männer als Frauen. Sie sehen auch hier wieder bei Frauen, das hatten wir vorhin schon gesehen, die haben ein höheres, größeres Problem mit der Hitze als die Männer. Und in allen war aber gemeinsam, dass die über die Jahre sich der Anteil der Hitze, was nicht heißt, dass es nicht öfter heiß ist, aber der die Hitze als Ursache für Sterblichkeit hat tatsächlich abgenommen. Und wenn man jetzt hier die Altersklassen anguckt, dann war es so, dass ältere Menschen auch hier, haben wir vorhin auch schon gesehen, viel höheres Risiko haben, an der Hitze zu sterben als die Jüngeren. Aber auch bei denen hat sich so über die Jahre eine gewisse Verbesserung eingestellt. Jetzt fragt man sich, warum ist das so? Es wird ja eigentlich immer heißer. Ich hätte jetzt auch eher gedacht, das müsste andersrum sein. Aber jetzt gucken wir mal, wo das, ne? Ah ne, genau. Achso, nee, das wollte ich eben noch erwähnen. Warum sind überhaupt die Alten mehr gefährdet? Das liegt daran, dass Ältere schlechter bei einer akuten Hitze Abwehrmechanismen entwickeln können. Weil die Abwehr gegen Hitze im Gesunden ist, dass man schwitzt. Ja? Dadurch kühlt das die Haut und wenn man älter ist, schwitzt man weniger. Die dazu kommt, man muss die Haut durchbluten, damit die Wärme abgegeben werden kann an der Haut, ne? An der nassen Haut, an der schützenden Haut. Und der Blutfluss zur Haut hin wird im Alter eben auch schlechter. Man braucht dafür, gerade bei Hitze, weil die Gefäße dann weit gehen, eine größere Steigerung des Herzzeitvolumens. Und das ist bei älteren Menschen eben auch eingeschränkt. Und zum Schluss, die Umverteilung von Blut aus anderen Organen ist durch Altersprozesse auch beeinträchtigt, was dann dazu führt, dass die eher auch, sag ich mal, einen Kreislaufkollaps kriegen können, weil sich das Blut nicht, weil halt nicht genügend Blutdruck aufgebaut werden kann, weil das verbleibende Blut nicht rasch genug dahin geschafft werden kann, wo es eben sein soll. Okay, zurück zu dieser Abbildung. Und wir waren ja gerade da stehen geblieben, warum das jetzt eine Verbesserung gibt. Und dann sieht man hier, wenn man das Jahr mal anguckt, das war das Jahr 2003. Und da haben wir vorhin schon gehört, das war der berühmte Hitzesommer, den ich übrigens leider nicht erlebt habe in Deutschland. Da war man nämlich in Amerika zu der Zeit. Aber wir haben das schon mitgekriegt, dass es da ganz schlimm war in Deutschland und in Europa. Und was anzunehmen ist, und so argumentieren auch die Autoren, dass insbesondere nach diesem Jahr, das war ja Spanien, erhebliche Maßnahmen auch ergriffen wurden, um die Älteren und alle, die Bevölkerung besser vor Hitze in Sommern zu schützen. Und das ist einmal, das sind viele Maßnahmen, die Sie wahrscheinlich alle viel besser kennen als ich. Aber eine Maßnahme, die jetzt vielleicht nicht erst seit 2003 ist, aber ist natürlich auch, dass Klimaanlagen
helfen können, vor Hitze zu schützen. Deswegen hat über die letzten Jahre, und das sind jetzt aber weltweite Werte, das ist jetzt nicht Spanien, sondern global, die Zahl der Klimaanlagen hat zugenommen. Und dadurch steigt dann auch an der Anteil an verhinderten Hitzetoden. Ja, das, also die können schon schützen. So, aber die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass mehr Klimaanlagen mehr Energie verbrauchen und dadurch eine höhere CO2-Emission machen. Das heißt, man erkauft sich quasi den Schutz vor der Hitze dadurch, dass man eben Klimaanlagen einbaut durch eine erhöhte CO2-Emission. Und das gibt natürlich wieder einen Kreislauf, der die Erderwärmung weiter vorantreiben wird. Ja, was kann man denn noch tun, außer jetzt eine Klimaanlage zu kaufen? Und es gibt ja in Deutschland gar nicht so viele Klimaanlagen vielleicht, aber das fand ich eine ganz interessante Studie, die ich nur kurz mit Ihnen teilen möchte. Und zwar ist in dieser Studie mal geguckt worden, gerade die ältere urbane Bevölkerung in Lissabon, ja, da wo es ja auch mal warm werden kann, da gibt es ja diese schöne Bucht und den Atlantik. Und da hat man geguckt, wo sind denn blaue und grüne Bereiche? Blau heißt nah am Wasser und grün heißt nah an Natur, an Bäumen. Ne? Und da hat man gesehen, dass sowohl je näher man am Grün und am Blau wohnt, dadurch eine größere Reduktion der hitzeausgelösten Todesfälle herbeigeführt werden kann. Also unterm Strich, wenn man mehr ins Grüne geht und ins Blaue fährt, dann oder zum Blauen fährt, dann oder am besten dort wohnt, dann hat man geringeres Risiko, gerade als alter Mensch, Herz-Kreislauf-Probleme im Sommer zu kriegen. So, zum Schluss noch, also fast zum Schluss noch eine Studie, wie schaut es aus in Bayern? Hatten wir vorhin auch schon kurz angesprochen. Hier ist jetzt tatsächlich der Einfluss nicht von Ozon, das ist aus Augsburg, die sind tatsächlich in diesem Bereich sehr spezialisiert. Das sind also quasi, die haben analysiert in den Jahren 1987 bis 2014, was ist denn jetzt nicht mit Herz-Kreislauf insgesamt, sondern mit den Herzinfarkten. Ja, also das ist ein wichtiger Anteil der Herz-Kreislauf-Toten, sind die Herzinfarkte. Hat sich denn da was geändert über die Jahre? Und da sieht man als Hauptergebnis, dass auch hier erkennen Sie diesen optimalen Temperaturpunkt, der auch wieder so um die 18 Grad rumliegt, wo sich der Körper am wohlsten, sichersten fühlt und dass es, wenn es kälter oder wärmer wird, dass eher nach oben geht, die Kurve. Und die haben jetzt verglichen die frühen Jahre 87 bis 2000 und dann die späten Jahre 2001 bis 14, so ähnlich wie in der spanischen Studie. Interessant hier ist, dass halt im Gegensatz zu der spanischen Studie, wo die früheren Daten so hoch waren, hier bei der Hitze, dass hier sehr flach verläuft. Und aber bis 2014 hat sich die Kurve hier erhöht. Das heißt, beim Herzinfarkt, der nur eine Subgruppe der anderen war von vorhin, hat sich das Risiko in den letzten 10, 14 Jahren dann doch erhöht. Und die konnten das zurückführen darauf, dass vor allem Diabetiker und Leute mit Hyperlipidämie, also hohen Cholesterinwerten, besonders gefährdet waren von dieser Zunahme. Hallo, eine Sekunde. Dauert noch eine halbe Stunde. Ja. So, und das heißt, wenn man Risikofaktoren hat für Herzinfarkte, wie nämlich Diabetes und Hyperlipidämie, dann ist man gefährdet. Das heißt, auch hier kann ein Ansatz sein, man sollte versuchen, diese Risikofaktoren zu vermeiden, körperlich aktiv zu sein, Fahrrad zu fahren statt Auto. Und dann verbessert sich nämlich diese Stoffwechselgeschichte mit Fetten und Zucker fast von selbst. Genau, das sind das gleiche Bild nochmal. Genau, das hatte ich extra nochmal groß gemacht, damit Sie es besser sehen können. Jetzt haben wir es schon besprochen. Gut, ja, also das war eigentlich von meiner Seite das Wichtigste zu den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und bevor ich ende, will ich aber noch auf einen weiteren heißen Sommer eingehen. Das war, Sie hatten es vorhin schon gesagt, der Sommer 2006 war tatsächlich auch ein Hitzesommer gewesen. Und auch hier wurde in Bayern eine Analyse, ich glaube, das war in München, gemacht zu Herzinfarkten. Und in dieser Abbildung sehen Sie jetzt hier die quasi Herzinfarktraten an den verschiedenen Tagen vom 1. Mai bis zum 30. Juli. Und Sie erinnern sich vielleicht 2006, das war ja ein ganz besonderer Sommer. Das war nämlich, wo in Deutschland die Fußball-Weltmeisterschaft stattfand. Und da sieht man tatsächlich, dass an den Tagen
als die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat, die Herzinfarktrate punktuell rapide angestiegen ist. Und das waren die verschiedenen Spiele. Und da gab es auch eine Korrelation mit der Spannung der Spiele. Also Eröffnungsspiel, zweites Gruppenspiel war gegen Polen. Sie erinnern sich, in Dortmund, wo was quasi in letzter Minute entschieden wurde. Dann war eigentlich das dritte Spiel fast bedeutungslos. Dann kam ein relativ leichtes, ich glaube, Achtelfinale gegen Schweden, wenn ich mich recht entsinne. Ja, und dann war natürlich der große Showdown gegen Argentinien. Und da sehen Sie richtig, was los ist mit Elfmeterschießen etc. Und dann war das Traurige, also das war Freude und das ist dann Trauer, wo wir gegen Italien ausgeschieden sind. Und dann Spiel um Platz 3 hatte dann etwas ungefähr die gleiche Bedeutung wie das dritte Gruppenspiel, aber war natürlich ein persönlicher Abschluss. Aber damit sehen Sie, es ist nicht nur Temperatur, die uns gefährdet im Herz-Kreislauf-Bereich, sondern eben auch solche Events. Und das geht wenige Stunden vor dem Spiel los und verteilt sich dann über die Spielzeit und ebbt dann auch erst nach 8 Stunden wirklich ab, dieses Risiko. Damit bin ich am Ende und möchte zusammenfassen, dass Hitze und Hitzewellen der Gesundheit schaden. Akute Hitze verursacht vor allem Austrocknungen, Infekte, Hitzeschlag etc., aber weniger dekompensierte Herzinsuffizienz, also Überwässerung. Das ist logisch. Hitze gefährdet vor allem gesundheitlich die älteren Mitbürger und in unserer Analyse für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen zumindest die Frauen. Der Mensch, ist vielleicht auch ganz gut so, passt sich an die langsam steigenden Temperaturen Gott sei Dank ein bisschen an. Verschiedene Maßnahmen wie Klimaanlagen oder auch andere, also viele andere Maßnahmen, dass man eben auch auf die ältere Bevölkerung besonders in dieser Zeit aufpasst. Und Sie haben auch vorhin von den baulichen Dingen besprochen, die wichtig sind, wie man gut baut, damit man fit gestützt ist, haben in den letzten Jahren die Hitze verursachten Schäden auf die Gesundheit etwas abdämpfen können, allerdings zum Teil auf Kosten der Umwelt, wenn man an die Klimaanlagen denkt. Und was kann der Einzelne tun, um das Risiko zu vermeiden? Körperliche Fitness hochhalten, gute Ernährung, regional einkaufen haben wir schon gehört, fettarm und mediterrane Kost ist auch gut. Aufenthalt im Grünen oder am Blauen haben wir auch gelernt, also raus in die Natur gehen oder sich am Wasser aufhalten, weil da eine gewisse Kühlung auch eingebaut ist. Und zu spannende Fußballspiele vermeiden, weil das kann natürlich das Risiko erheblich erhöhen. Und damit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, jetzt gehe ich mal raus. Ganz herzlichen Dank, lieber Christoph Mark. War sehr aufschlussreich und viel Interessantes. Ich habe tatsächlich gleich, ich nehme an, es gibt viele Fragen noch, lese ich bei mir im Chat keine. Sobald mir die übertragen werden, werde ich sie weiterreichen. Mich hat sehr beschäftigt die Frage der Daten aus Spanien, die du uns ja im Wesentlichen nahegebracht hast. Ich weiß nicht, ob du schon, bin ich zu hören? Ja, ich kann dich hören, aber ich versuche gerade meinen Bildschirm wegzumachen. Oder ist er schon weg? Sehen Sie noch meinen Bildschirm? Ist weg, alles gut. Ach so, okay. Okay, gut, sorry. Dann, ja, ich bin ganz Ohr. Genau. Ja, genau. Alles gut. Und also mich beschäftigt, wenn ich nach deinem Vortrag die Frage zu Spanien, weil du hast uns ja deutlich zeigen können, dass dort die Risiken überraschenderweise trotz steigender Hitze runtergegangen sind. Zumindest habe ich die Zahlen so gelesen, woraus man ja schließen könnte, dass es vielleicht die Korrelation zwischen zunehmenden Hitzeereignissen und zumindest was Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeht, so gar nicht besteht. Das Schwierige an der Geschichte ist, haben sich die Leute vielleicht in die Lage gebracht, und du hast es ja mit den Klimaanlagen angedeutet, haben die sie vielleicht in die Lage gebracht, näher an dem Idealpunkt zu leben von der Temperatur? Ich sage mal, so ein Hitzesommer wie die 2003, jetzt ist ja Spanien gerade ein Land, die sowieso mit Hitze schon sehr lange Erfahrung hat zu leben und die Menschen sehr viel Erfahrung haben. Und trotzdem hatten sie ja 2003 einen deutlichen Hitzeberg, höhere Mortalität, höhere Erkrankungsraten. Und 2003 war ja auch spannenderweise das Jahr, wo die Weltgesundheitsorganisation
begonnen hat, Hitzeaktionspläne überhaupt ins Gespräch zu bringen. Und das begann ja in Rom, also auch in einem Südland, wo ich mir dann die Frage stelle, dem müsste man dann mehr nachgehen noch wahrscheinlich, ob nicht vielleicht die Südländer schneller, konsequenter daraus Lösungen generiert haben für die Wohnbevölkerung, die sie ja sowieso schon gewohnt sind zu haben. Also ich meine, wer da unterwegs ist, weiß ja, die bewegen sich mittags nicht freiwillig aus ihren Gebäuden raus. Die Gebäude sind komplett abgeschattet. Überhaupt körperliche Anstrengungen, während die Sonne scheint, werden im Sommer möglichst reduziert. Also da ist ja das Einstellen darauf, um sich gesund zu halten, ja ohnehin schon groß. Richtig. Das wäre für mich dann die Frage, ob es nicht viel mehr bedeutet, da sind Prozesse schon gelaufen, vor denen wir erst noch stehen, weil wir es gar nicht gewohnt sind, mit solchen großen Hitzeereignissen umgehen zu müssen. Was ich aus meiner politischen Arbeit eben gelernt habe, ist, wir haben aus 2003 so gut wie gar keine Konsequenz gezogen. Und 2006, erst 2015, 18, 19 ist es jetzt bei uns, finde ich, so angekommen, dass das ein echtes Problem ist. Und ich habe ja dargestellt, politisch wird es aber in unserem Freistaat immer noch ignoriert. Also da wäre es dann spannend, ob wir solche Zahlen daneben legen könnten und anschauen könnten, wie die Kurven da aussehen. Was wiederum die spannende Frage aufwirft, wir haben ja die Staatsregierung jetzt gefragt dazu, wie das mit den Todeszahlen ist. Haben Sie Erfassungen? Und wir kriegen einfach keine. Also Christina hat ja vorhin für ganz Deutschland Zahlen genannt. Das sind meiner Kenntnis nach reine Schätzzahlen. Also keine, die jetzt eine tiefergehenden wissenschaftlichen Analyse sozusagen zugegangen sind, wo Institutionen wie das RKI, das jetzt sehr bekannt ist durch Covid-19, also das Robert-Koch-Institut in Berlin, einfach Zahlen abschätzt, um quasi die Übersterblichkeit aus den Übersterblichkeitszahlen die Hitzeereignisse korreliert und dann sagt, daraus schließen wir, dass so und so viele Menschen vorzeitig, wie sie es dann nennen, gestorben sind aufgrund von Hitzeereignissen. Aber wir haben keine klare sozusagen Untersuchung dazu. Und diese fehlende Analyse, die wir anmahnen, da sagt der Freistaat, wir haben keine nach ICD-10 festgelegten, sozusagen, dass das als Ursache zu werten ist, sondern das ist einfach ein, wie hast du es genannt, Komorbiditäten. Ja, also da kommt halt Hitzeadditiv dazu, gibt noch andere Ursachen und festgestellt werden aber nur die anderen Ursachen. Ja. An die Hitzefragen kommt man eigentlich nur über die Übersterblichkeit und dass man es sozusagen übereinander legt mit den Hitzeereignissen. Und für mich ist da dann eben, dann gebe ich wieder zu dir, die Frage, haben wir eigentlich schon genügend Daten überhaupt, um ranzukommen an die Frage, steigt es bei uns oder ist es eher wie in Spanien rückläufig? Wo ich eine klare Hypothese hätte, dass es so nicht ist, also dass es bei uns eher weiter steigt. Und wenn meine Hypothese richtig ist, müssten wir uns dann damit schon befassen, was haben die Südländer da gemacht und was machen sie richtig und was müssen wir davon lernen? Ja, genau. Also das ist wirklich eine multidimensionale Analyse gewesen, die wir vorhin angeguckt haben. Deswegen hat mich das auch so überrascht. Es gibt ja mehrere Aspekte dabei. Einmal also diese Veränderung der Optimaltemperatur, das scheint was ganz Physiologisches zu sein, was der Mensch auch ohne Hilfsmittel macht, weil das ja sogar regional unterschiedlich war und über die Jahre nachvollziehbar. Aber was du ansprichst, ist ein guter Punkt. Die Daten, die uns da aus Augsburg vorlegen, die sind zwar wahrscheinlich weniger umfassend, weil das jetzt halt Regionen Augsburg oder von der Zahl, absoluten Zahl her geringere Zahlen sind als diese ganz spannenden 4,5 Millionen Todesfälle. Aber sie zeigt doch an, dass sich eben diese Veränderung von den frühen zu den späteren Jahren hier eher umgekehrt verhalten hat. Das
könnte dafür sprechen. Du hast halt mehr Hintergrundwissen als ich, wenn du sagst, dass 2003 in den meisten südlichen Ländern die Hitzeaktionspläne in Gang gekommen sind und eben hier noch nicht, dass wir in der Zeit wahrscheinlich noch nicht viel verbessert haben, aber uns eher verschlechtert haben, weil wir nämlich in diesen 14 Jahren schon erhebliche Zunahmen von Risikofaktoren haben, nämlich mehr Diabetes, mehr Hypercholesterinämie, weil wir uns halt beständig schlechter ernährt haben in den letzten 20 Jahren, dass deswegen eher ein umgekehrter Trend zu sehen war. Insofern sind die Daten schließen sich nicht aus, man muss da diese regionalen Aspekte mit berücksichtigen und das kann erklären, warum es da eben diesen gegenläufigen Trend gibt und interessanterweise eben diese Zunahme eben auf diese beiden Faktoren Diabetes und Hyperlipidämie zurückzuführen war und in den frühen Jahren ein gar nicht so ein starker U-förmiger Anstieg, der bei Hitze für die Infarkte zumindest vorgelegen hat. Ne? Auch da ist natürlich einschränkend zu bedenken, dass es jetzt nur die Infarkte waren und jetzt nicht andere Herz-Kreislauf-Probleme noch zusätzlich. Insofern ist es auf der anderen Seite, sind die Daten dann aber auch, sagen wir mal, ermutigend, wenn man sieht, dass selbst in so heißen Ländern wie Spanien, wo es dann über die Jahre noch heißer geworden ist, man es schaffen kann, eben durch solche Hitzeaktionspläne, die jetzt erst in den letzten Jahren bei uns losgetreten wurden oder begonnen wurden, auch substanziell eben diese hitzeassoziierten Todesfälle zu reduzieren. Das heißt, das ist im Prinzip eine gute argumentative Grundlage, dass diese Maßnahmen auch nachhaltige Wirkungen auf das haben, was man eigentlich auch erreichen will. Okay. Ich habe Christina, ja, bitte. Wir hören dich nicht. Nee. Leider nicht. Sonst schau mal, ob du das Tonproblem lösen kannst. Gerade nicht. Dann würde ich jetzt zwei Fragen erstmal stellen, die mich jetzt im Chat schon erreicht haben. Die erste ist, welche Bedeutung haben hohe Nachttemperaturen, zum Beispiel Tropennächte, auf Herz-Kreislauf-Beschwerden? Also gerade diese Hitze, die wir in der Nacht nicht mehr rauskriegen, das haben wir ja, ich habe es ja vorhin genannt, in Würzburg ganz deutlich erlebt, 2018, 2019. Im letzten Jahr hatten wir einen Juni mit 5 Grad im Schnitt drüber, was wiederum zur Folge hatte, dass wir einfach eine ganze Reihe von Nächten hatten, wo die Temperatur, das sagt der Tropennächte, nicht mehr unter 20 Grad gesunken ist, was für viele aber in nicht klimatisierten Gebäuden bedeutet hat, Temperaturen 25, 26 Grad in der Nacht, weil sie die nicht mehr aus ihren Schlafzimmern rausgebracht haben, die Hitze. Ja, also obwohl ich da jetzt keine konkreten Daten zu kenne, ist es aber so, dass natürlich in diesen, und das hatten wir vorhin auch gesehen, Hitzewellen, das war die allererste Analyse aus USA, wo es um diese Hitzewellen ging. Und da ist es so, dass eben über ein paar Tage Extremtemperaturen herrschen. Und das sind ja auch die Tage, in denen letztendlich auch die Nächte entsprechend tropisch heiß sind. Und deswegen ist es sehr plausibel anhand dieser Daten, da gibt es vielleicht eine Subgruppenanalyse, wo man jetzt nur nach den Nachttemperaturen noch geguckt hat. Das könnt ihr nochmal nachgucken. Aber ich sag mal, die intuitivste Antwort ist ja, tropische Nächte sind mit Sicherheit ein erheblicher Faktor, der dazu beigetragen hat, dass es zu einer erhöhten Sterblichkeit kommt. Man kennt das ja. Ich meine, wenn man eine Nacht hat, wo es so heiß ist, dass man nicht gut schlafen kann, der Mensch hat ja auch so einen 24-Stunden-Rhythmus. Und der muss nachts nicht nur runterkühlen, sondern auch der Parasympathikus geht an, man kommt zur Ruhe und dazu gehört auch einfach eine Abkühlen der Umgebungstemperaturen. Das ist ja nur physiologisch. Die Natur ist ja so eingerichtet, dass es nachts kälter ist als tags. Und wenn das aber weggeht, dann ist auch so eine zirkadiane Rhythmik im Körper gestört. Und das nach meinem, sagen wir mal, medizinischen Verständnis muss das auch einen ungünstigen Effekt haben auf die körperliche Wohlbefinden und auch Gesundheit. Okay, danke. Christina, jetzt probier's mal. Keine Ahnung, woran es liegt. Ist es jetzt besser? Ja.
Ah, sehr gut, ich bin froh. Ja, ich wollte auch noch ganz kurz was fragen. Und zwar, ich fand es ja zuerst ganz lustig, als die Bilder kamen mit den Fußballspielen. Aber vielleicht kann man ja daraus auch noch schließen, dass diese Kombination Hitze und Stress eine ganz ungute ist. Und dass wir halt daraus auch schließen, dass wir vielleicht wirklich da auch unsere Lebensweise noch überdenken müssen. Oder eben auch, wie Patrick vorhin schon gesagt hat, in Spanien die Menschen eben mittags ihre Geschäfte schließen und dann erst wieder am späteren Nachmittag aufmachen und dass wir eben auch da eine gewisse Anpassung brauchen, auch im wirtschaftlichen Leben vielleicht oder eben auch, wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, wenn wir jetzt die Leute anschauen, die in der Landwirtschaft, die im Gartenbau, die alle draußen arbeiten, dass mir halt da wirklich ein Umdenken erfolgen muss, das vielleicht da ja schon erfolgt ist und auf das wir uns jetzt eigentlich ganz neu einstellen müssen. Und vielleicht nochmal diese Frage nach dieser Kombination Stress und Hitze, ob das vielleicht ein besonderer Risikofaktor ist. Ja, ich bin mir sicher, dass sich das potenzieren wird, weil ich sag mal, wir haben es ja gesehen, Hitze unabhängig ist ein Risikofaktor. Also Stress macht ja Sympathikusaktivierung und das hat auch an sich einen ungünstigen Einfluss und es ist anzunehmen, dass die beiden sich potenzieren. Was vielleicht zu diesen besonderen Anstiegen gerade im Sommer eben beim Fußball dann auch ganz gut erklären kann. Ich habe eine weitere Frage aus dem Chat. Wie weit sind wir schon in der Vorbereitung auf Hitzewellen? Welche vulnerablen Personen ergreifen bereits Maßnahmen? Ist das eine gesundheitliche Frage oder? Ja, ich meine, die geht vielleicht auch an uns alle. Ich habe es ja vorhin beschrieben, wir sind noch nicht so weit, wie wir sein könnten. Also wir haben die Herausforderung, dass wir vom Gebäudebestand zum Beispiel her, ja, wir hatten mal eine Art zu bauen mit sehr dicken Wänden und so, dass man auch auf kühlere Bereiche und keine zu großen Fensterareale, das gab es alles mal. Ich sag mal, die Gebäude, die so zwischen den 50ern und 80ern und eigentlich ja bis weit in die 90er entstanden sind und leider gibt es das in der Tendenz, finde ich auch heute immer noch, haben wir viel zu große Glasfassaden. Haben Gebäudehüllen. Jetzt kommen wir zum Glück etwas in die Gebäudedämmung stärker wieder rein, seit Klimaschutz eine größere Rolle spielt und auch die Energie. Aber dazwischen gibt es halt einen hohen Gebäudebestand, der sich viel zu leicht, viel zu schnell aufheizt und dann auch die Hitze über die Nacht ja kaum noch verlieren kann, wenn es sehr heiß ist. Von daher können sich die Leute da drin eigentlich nur mit Klimatisierung einrichten. Also vulnerable Gruppen sind in ihrem eigenen Gebäudestand, können sich nur selber schützen, also durch Abschattung, Klimatisierung, Ventilatoren, genügend trinken, immer mal wieder die Füße kühlen, also das Blaue oder schauen, dass sie grün vors Haus bekommen, was man aber natürlich, wenn man in großen Mietgebäuden wohnt, nicht so wahnsinnig viel Einfluss drauf hat. Und das Zweite ist, die vulnerablen Gruppen, die schon in Senioreneinrichtungen und so wohnen, da hängt es natürlich davon ab, hat der Betreiber der Einrichtung es auf dem Schirm. Also was machen die? Und auch das sind oft so veraltete Gebäude, dass die auch Schwierigkeiten haben, diese Kühlung zu schaffen. Wir hatten sie ja heute auch im Gespräch an der Uniklinik. Auch die Uniklinik hat natürlich viele alte Gebäude und auch da gibt es Patientenräume, die so ausgerichtet sind, dass die 30 Grad zu unterschreiten am Tag und die Kühlung in der Nacht kaum möglich sind, weil sie einfach so im schlechten baulichen Zustand sind. Also deswegen, ja, vulnerable Gruppen sind nicht immer bestens geschützt, wäre meine Ja, Antwort. das ist richtig. Also wir haben auch, also hier in Würzburg ist das UKW ist ja quasi in den Weinberg gebaut. Ne? Da hat man, also ich war auch einmal in der Klinik für psychische Gesundheit. Das ist so richtig im Weinberg, da ist es dann merklich warm. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Problemthema, weil also wir haben, als ich noch in Homburg war, hatten wir auch aus den 60er, 70er Jahren unser Kardiologiegebäude gehabt. Da ging morgens schön die Sonne auf, schien morgens in die Zimmer rein und am Nachmittag in die anderen Zimmer rein. Das war ordentlich warm. Natürlich keine Klimaanlage. Dann haben wir einen Neubau gekriegt vor 5 Jahren. Und da war nur die Intensivstation mit einer Klimaanlage ausgerüstet, weil natürlich Klimaaspekte da auch eine Rolle spielen und Energieaspekte.
Das heißt, es ist natürlich ein gewisser Konflikt, wenn man jetzt in die Situation kommt, wenn man kühlen könnte, aber auf Kosten von mehr CO2-Emissionen. Deswegen muss man wahrscheinlich alle Register ziehen, um in sonstigen Maßnahmen, also sprich weniger Glas, Betonbauweise, da so solide zu bauen, dass man halt möglichst sagen wir, künstliche Klimakühlung vermeiden könnte. Ich denke, der Standort ist natürlich auch noch eine entscheidende Rolle oder spielt auch noch eine entscheidende Rolle. Wenn ich jetzt, ich denke gerade bei euch in Würzburg, wenn man da in der Stadt ist oder außerhalb, das macht ja auch einen entscheidenden Unterschied. Und da muss man natürlich gerade auch bei Krankenhäusern, aber auch bei Pflegeeinrichtungen, wenn man in Zukunft etwas neu baut, auch ganz genau hinschauen und überlegen, wohin setze ich ein Krankenhaus oder eine Pflegeeinrichtung oder wie vorhin schon gesagt wurde, am Waldrand oder am Wasser ist es ja von Haus aus wesentlich kühler. Und wenn ich so einen Standort wähle, habe ich dann auch von Haus aus niedrigere Temperaturen als in einem Standort, der jetzt in der Stadt angesiedelt ist. Ja, in der Hinsicht machen wir ja einiges jetzt richtig mit der Uniklinik-Erweiterung. Die ist ja oben an der Hangkante. Man muss natürlich wieder beim Standort schauen, dass wir nicht gleichzeitig die Belüftung des Innenorts dadurch zu arg beeinträchtigen. Weil hinter diesen Gebäuden, wo sie kommen, ist das Kaltluftentstehungsgebiet Richtung Oberdörbach, das ganz wichtig ist für die Belüftung der Ortsteile Versbach, aber dann auch wieder in den Ort rein. Also solche Dinge müssen natürlich auch beachtet werden. Wie stelle ich die Gebäude an? Wo kommt die Kaltluft her? Ja, jetzt habe ich zwei Fragen, die in die gleiche Richtung gehen. Und zwar geht es da um ältere Menschen in heißen Monaten. Da geht es dabei, dass ältere Menschen in heißen Monaten oder bei Hitzewellen sich häufig zu Hause aufhalten, in Innenräumen aufhalten und dass dies ja auch psychische Folgen haben kann. Also das quasi sehr stark ins eigene Heim gedrückt und das mit Hitze. Gibt es dazu Studien? Ist ihr euch da was bekannt? Wie wirkt sich das aus, wenn Menschen quasi ihre Mobilität deutlich verlieren durch die Hitzemonate? Also wir machen dazu gerade eine Studie, nicht wegen Hitze, sondern wegen Covid. Es ist so, dass natürlich die Risikobevölkerung die eine ähnliche ist, die auch von Hitze gefährdet ist, nämlich die komorbiden älteren Patienten. Und wir in Zusammenarbeit mit den Psychologen in Hamburg, Herrn Professor Pauli und Herrn Bartelsen Schulz, machen wir jetzt eine Analyse an Würzburger Patienten, die eine Herzschwäche haben und dazu noch so einen Defibrillator haben. Also es sind so die mit einer fortgeschrittenen Herzinsuffizienz, die auch oft älter sind. Und bei denen gab es jetzt vor kurzem schon mal eine ausgeprägte Analyse, wie man solchen Menschen mit internetbasierten Hilfestellungen Lebensqualität verbessern kann. Und die befragen wir jetzt aber erneut, wie sie jetzt diese Zeit des Lockdowns empfunden haben. Das ist in Bezug auf die Frage, weil natürlich das jetzt eine Zeit war, wo gerade die ältere Bevölkerung stark eingeschränkt war in ihrem Bewegungsfreiraum und natürlich auch mit zusätzlichen Sorgen um ihre Gesundheit zu kämpfen hatte. Und da zumindest wollen wir das in der Hinsicht analysieren. Aber ich bin mir sicher, dass es dazu auch schon weitere Analysen gibt, jetzt auch vielleicht noch in Richtung Hitze. Nur da ich jetzt in dem Gebiet nicht der Experte bin, kenne ich diese Analysen jetzt nicht. Christina, vielleicht kennst du dich da aus? Also ich denke einfach, das Problem ist ja, egal ob es Covid ist oder ob es Hitze ist, das Gleiche. Also das Problem, dass ältere Menschen dann, wenn sie eben zu Hause bleiben sollen oder wenn man dann den Ratschlag geben würde, sie sollen zu Hause bleiben, dass sie sich dann isoliert fühlen. Und was ich erlebt habe, ist halt, dass auch ganz viele sagen, gerade von den älteren Menschen, ist mir doch egal, ich bin eh schon so alt. Ja, also die da auch wenig Verständnis dafür hatten, auch jetzt in der Zeit. Also ich weiß es auch von eigenen Eltern oder wenn man halt dann versucht hat zu erklären, wie wichtig das ist und dass die älteren Menschen einer Mama auch ganz bewusst dann schon sagen, mir ist es wichtiger, jetzt mein Enkelkind zu sehen oder meinen Sohn zu sehen, als dass ich jetzt dann vielleicht noch 2-3 Jahre länger lebe. Also das habe ich wirklich so erlebt. Ich glaube, dass jetzt im Zuge von Covid-19 da bestimmt das genauer untersucht wird, dass wir dann da mehr Studien haben werden. Und wie gesagt, ich glaube, dass es auch gar nicht entscheidend ist, ob es Hitze ist oder Covid, weil das Entscheidende ist ja die Isolation, dass sie, wie geht es den Menschen, wenn sie wirklich allein sind und noch weniger Kontakt haben. Und die älteren Menschen gehören ja oft sowieso auch schon zu der Gruppe von Menschen, die
weniger Kontakt von Haus aus haben. Und dann nimmt man ihnen das Letzte auch noch. Und dass sich das auswirkt, das muss Auswirkungen haben. Da bin ich mir ganz sicher, auch wenn die Studie jetzt vielleicht die Lage noch nicht so dick ist. Ja, also wir haben da vor einiger Zeit, habe ich mich auch mal damit beschäftigt, da ging es darum, diese Übergänge auch in den Ruhestand, wie man das gestaltet, weil man hat ja auch herausgefunden, dass das total entscheidend ist, ja, wie die psychische Situation, wenn ich in den Ruhestand gehe, ob ich dann irgendwann an einer Depression erkranke oder nicht, hängt ja auch damit zusammen, wie ich noch eingebunden bin. Und das ist auch, damit haben wir uns schon mal eingehender beschäftigt, aber das ist ja auch ein ähnlicher Hintergrund. Die soziale Einbindung ist entscheidend auch und hat entscheidende Auswirkungen auf das Wohlbefinden, auch besonders älterer Menschen. Dann noch ein Hinweis von mir. Die Hitzesituation ist ja hat ja eine spezielle Bedrohung, und das ist die sogenannte Dehydrierung. Also zu wenig trinken löst eben ganz viele. Du hast es vorhin mit den Nierenproblematiken und auch sozusagen den Entzündungen, die durch Urin entstehen können. Aber das geht ja bis dahin, dass durch die Dehydrierung einfach aufs Herz-Kreislauf-System ganz stark Mitleidenschaft gezogen werden kann. Und ältere Menschen neigen ohnehin dazu, nicht immer genügend im Blick zu haben, wie viel getrunken wird. Wer jetzt sich zu Hause quasi isoliert und dann noch stark durch Hitze eingeschränkt ist, da ist natürlich die Gefahr groß, dass einfach zu wenig getrunken wird. Deswegen ist der Kontakt da so wichtig und auch jemand, der mit drauf achtet, das, was wir mit Trinkplänen ja auch bezeichnet haben für Pflegeeinrichtungen, das gilt natürlich für zu Hause genauso, dass jemand da sein müsste, der drauf schaut. Wer jetzt allein lebt, ist es keine besonders gute Idee, da isoliert in der Hitze zu leben. Also gerade da wäre es wichtig, mit mindestens Nachbarn in regelmäßigem Kontakt zu sein und so. Es ist aber auch ein Problem wirklich in den Pflegeeinrichtungen, weil wenn man in der Pflegeeinrichtung mal gearbeitet hat, man weiß, wie zeitaufwendig das ist, den älteren Menschen wirklich genügend zu trinken zukommen zu lassen. Und die Pflegepersonaldecke ist ja zum Teil wirklich nicht so dick, sage ich jetzt mal. Da muss man das wirklich den erhöhten Aufwand auch irgendwo dann widerspiegeln. Ich meine, das ist jetzt schon so, es ist nicht so, dass es keine Trinkpläne gäbe. Das gibt es in vielen Einrichtungen und natürlich muss auch jetzt schon sehr viel dokumentiert werden, das muss man dazu sagen. Aber man muss halt wirklich auch diesen erhöhten Bedarf vielleicht nochmal ganz besonders viel Wert darauf legen und das auch wirklich personell dann abbilden, was das eigentlich bedeutet. Ja, ich denke auch, also Flüssigkeitszufuhr ist essentiell. Damit kann man, das kann man auch im Prinzip erlernen, dass man das eben auch dann wirklich vorbeugend auch in diesen Phasen natürlich machen kann. Das ist sicherlich gut vermittelbar und auch ganz einfach umsetzbar. Ne? Da ist natürlich wichtig, dass man ein bisschen darauf achtet, auf die Elektrolytzusammensetzung, dass man also nicht nur Tee trinkt, sondern, also das ist natürlich bei Hitze vielleicht jetzt auch nicht so der Fall, aber dass man halt auch mineralhaltiges Wasser trinkt, weil man sonst so eine Verschiebung der Elektrolyte auch so bekommen kann, gerade die älteren Menschen. Dann geht dann schon mal das Natrium zu sehr runter, wenn die das kann dann auch gefährlich werden. Aber auf jeden Fall trinken wichtig und am besten halt Sprudelwasser oder ja, elektrolythaltige Lösungen. Jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich, Christoph. Ich habe es ja vorhin genannt, aus meiner Sicht ist die Datenlage entsprechend schlecht. Außer Schätzwerten haben wir nicht viel. Sähst du eine Möglichkeit oder hättest du Hinweise, Tipps für uns jetzt als politisch Aktive, was sollten wir tun, in welche Richtung sollten wir aktiv werden, um eine verbesserte Datenlage zu bekommen, was die Hitzeauswirkungen angeht? Also da, ich denke, wahrscheinlich wäre tatsächlich der erste Kontakt mit den Instituten, die sich dort besonders gut mit auskennen. Also einmal denke ich, diese Augsburger Gruppe ist gut, aber ja, soweit ich weiß, ist es auch das Helmholtz, gibt es auch ein Helmholtz-Institut dafür in München. Genau, da hatten wir letzte Woche die Frau Dr. Matthias Wiesler, genau, die Hitzeaktionsplanung sich sehr gut auskennen. Ja, die sind epidemiologisch in der Richtung auch unterwegs, das stimmt. Aber wäre das genau für das DZRI auch ein Feld, in das ihr euch mit hineinbewegen könntet?
Das ist mit Sicherheit möglich, weil ich meine, wir machen ja schon eine große epidemiologische Erhebung in Würzburg seit vielen Jahren, die sogenannte Stab-Studie. Das ist jetzt sind 5000 Würzburger, die quasi per Losverfahren in dieser Kohortenstudie aufgenommen werden, die wir von A bis Z durch untersuchen, analysieren und dann über möglichst viele Jahre auch verfolgen wollen. Wenn man von denen eine sehr, sehr gute Datenanalyse hat und solche Datensätze entsprechend auch mit Temperaturwerten über die Zeit korreliert, dann könnte man daraus was machen. Aber ich sag mal, diese Analysen, die wir bisher gesehen haben, die gehen natürlich dahin, wo die Hitzeprobleme auftreten, und zwar in die Krankenhausaufnahmen und Notaufnahmen. Also da müsste man vielleicht eher anstatt so eine epidemiologische Kohorte tatsächlich in diese Krankenhausdaten reingucken. Bisher war es noch nicht ein Thema, was wir so primär verfolgt haben. Aber da wir natürlich die Herz-Kreislauf-Erkrankungen und vor allem die Herzinsuffizienz als eine Systemerkrankung ansehen, ist es eigentlich auch ein spannendes Thema, was, sag ich mal, in diesen Comprehensive View, den wir verfolgen, auch gut reinpassen würde. Insofern ist es eine gute Anregung. Und nachdem ich das jetzt eh schon eingearbeitet bin, kann man das natürlich auch ein bisschen weiter verfolgen. Also ich fände es total toll. Ich fände es auch unter dem Gesichtspunkt, dass das, was ihr an Daten habt, wo ja sicher auch Morbidität eine Rolle spielt, wenn man die mal mit dieser Übersterblichkeit, die es ja in Würzburg sicher auch feststellbar ist, es wird ja die Todeszahlen und die entsprechenden Daten geben, an die wird man ja drankommen. Wenn man das dann nochmal sozusagen zusammenpackt, kriegt man ja vielleicht in Überschneidungsform eure Daten und die insgesamt Daten und die Hitzedaten, die wir ja über den DWD sehr schön haben, auch für Würzburg, da ließe sich wahrscheinlich schon auch was daraus ableiten. Wäre ja vielleicht auch eine Studienarbeit, die man jemand machen könnte, so dass wir zumindest unsere Erkenntnisse einfach verbreitern. Ja, im Prinzip die Daten müsste es geben. Man braucht jetzt Manpower, um das durchzuführen. Das ist im Prinzip die Chance, aber wäre vielleicht mal eine Doktorarbeit. Genau. Ja, genau. Okay, aus meiner Sicht, wir sind kurz vor 3:30. Wir haben vorgesehen gehabt 1,5 Stunden. Ich glaube, an der Stelle können wir, da keine weiteren Fragen mehr aufgelaufen sind. Ganz herzlichen Dank an dich, Christina, dass du mich hier tatkräftig unterstützt hast aus der Fraktion heraus. Und natürlich ganz besonderen Dank an dich, lieber Christoph, dass du dich diesem Thema angenommen hast. Und ja, ich hoffe, wir bleiben da wirklich gemeinsam dran. Und wenn ihr so eine Studienarbeit in Auftrag bekämt, fände ich es total toll, weil ich sag mal, je mehr an Erkenntnis wir haben, umso mehr können wir auch daraus ableiten. Ansonsten sind wir dran, dass wir die Hitzeaktionsplanung durchsetzen. Ich selber habe jetzt, weil ich das ja auf Landesebene jetzt länger verfolge, gestern dann auch unternommen, dass wir als Stadtratsfraktion einen Antrag auf den Weg gebracht haben, Hitzeaktionsplanung auch für Würzburg. Ich weiß, dass der Klimafachbereich da im Hintergrund schon dran ist und dass es auch so eine Studie gibt der Potsdamer Universität für Städte, Notwendigkeiten und Möglichkeiten für Hitzeaktionsplanung. Und ich hoffe, dass wir in Würzburg da dann auch tatsächlich deutlich vorankommen, weil wir werden auch in den nächsten Jahren viel mit Hitze zu tun haben. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank auch allen, die hier mit teilgenommen haben. Es war ein sehr spannendes Thema auch für mich und eine spannende Debatte und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Die nächste Möglichkeit bei Grüns bezogen auf die Umwelt- und Klimakrise ist genau an gleicher Stelle, gleiche Welle um 14 Uhr nächsten Freitag. Dort werden wir uns mit dem Thema eben, wie kommen wir mit Umweltschutz aus der Klimakrise widmen und haben dazu gute Gesprächspartner, Professor Schrödel aus München und den Richard Merkner vom Bund Naturschutz. Also vielleicht sehen wir uns da. Leiten wird es der Kollege Christian Hirneis zusammen mit Rosi Steinberger und mir als Umweltteam der Grünen. Und jetzt nochmal ganz herzlichen Dank fürs Teilnehmen und ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.